Was den Raum an sich betrifft und warum ich überhaupt Abwehrpressing spiele, ist, dass ich den Gegner im Endeffekt rauslocken möchte. Also nochmal, wir beginnen mit dem Abwehrpressing. Ich zeichne nochmal die Zone ein, in dem das Abwehrpressing in der Regel vollzogen wird. Das heißt, die Stürmer stehen maximal Höhe Mittellinie und die Abwehrspieler stehen so am 16er bzw. kurz vor der 16er Linie. Das heißt, im Endeffekt dieser Bereich hier, den ich jetzt so querstreife, ist die Zone des Abwehrpressings. Okay, nehmen wir die Zone raus und schieben dann die Spieler rein in dem wie vorher genannten 4-2-3-1 des Gegners. Okay, schaut man sich jetzt nochmal das Spielerzahlenverhältnis und den Raum an, der sich daraus ergibt, stellt man wiederum schnell fest, dass wir durch unser 4-2-3-1, also wir sind die Roten, im Verhältnis zu den Blauen in der Mitte eine Unterzahlsituation haben. Was den Raum an sich betrifft und warum ich überhaupt Abwehrpressing spiele, ist, dass ich den Gegner im Endeffekt rauslocken möchte, vielleicht weil sie langsame Innenverteidiger haben, um dann nach einer Balleroberung, der Raum, der sich dann eben hinter dieser Kette ergibt, ich markiere jetzt mal rot, so auszunutzen, dass man in diesen gefährlichen Bereich eben dann reinspielen kann, um dann einen langen Weg zum gegnerischen Tor zu haben, damit vielleicht der Torwart, sollte er eben auch nicht so gut im Mitspielen sein, dass er eben da provoziert wird, dass er vielleicht rausgeht oder dass er eben hinten drin ist. So, wie schaut das Verschiebeverhalten mit der Spielphilosophie nach außen lenken dann aus in dem Abwehrpressing? Machen wir die Grundordnung 4-4-2 flach in Rot. Wir versuchen wiederum das Spiel nach außen zu lenken. Das heißt, wenn der Innenverteidiger den Ball hat, geht kurzzeitig der Ball nahe 9er hoch von uns, versucht ihn so anzulaufen, dass der Pass nach außen provoziert wird. Nächste Situation ist, dass natürlich der Rest der Mannschaft mitschiebt in dem System, das wir dann einschlagen werden. Das heißt, Sechser von uns, also die Nummer 10, versucht den gegnerischen roten, blauen Sechser zu decken. Unser Stürmer kappt in diese Position ab, um eventuell einen Querpass auf die blaue 5 zu verhindern. Der Passweg zum Stürmer wird unter anderem dadurch erschwert, dass 7 eher mittig steht, der Sechser von der rechten Seite von uns kommt rot und der ballnahe Innenverteidiger leicht überlappend steht. Nochmal die Erklärung, warum überlappend. Steht er innerhalb und es würde ein langer Ball gespielt werden, hier in den Bereich rein, kann die 11 oder gewinnt in der Regel einfach den Lauf im 1 gegen 1. Das ist dann nicht mehr der Fall, wenn der Innenverteidiger überlappend steht, sieht man auch ganz deutlich. Hier kommt der lange Ball reingespielt, das heißt die Nummer 5 ist dann vor der Nummer 11 und kann den dann abwehren. Wichtig in dem Zusammenhang ist aber, dass der ballentfernte Innenverteidiger ein bisschen absichernd steht, um eben, sollte der lange Ball hier reingespielt werden, die Position so einzunehmen, dass er diesen langen Ball dann abläuft. Ballentfernte Außenverteidiger schiebt hier mit rein und somit haben wir schon wieder das Unterzahlverhältnis, das in der Ausgangsposition da war, im zentralen Mittelfeld, so aufgearbeitet oder so umgearbeitet, dass es hier eine Gleichzahlsituation ist. Jetzt kommen wir wieder zum Nachaußenlenken. Pass nach außen, wichtig ist Passweg des Stürmers zum Innenverteidiger zu. 7 läuft an, 3 geht hier mit rüber, 6 schiebt hier mit rüber. Dann kommt der Stürmer, der zunächst mal den Passweg zum Innenverteidiger zumacht, nach außen, um zu doppeln. Jetzt haben wir hier die Doppelsituation. Wichtig in dieser Einstellung ist dann noch, dass der Zehner oder beziehungsweise der zweite Stürmer, der abgekappt ist auf die blaue 10, dass der dann diese Position verlässt, um zum Sechser rüber zu laufen. Hintergedanke ist der, sollte Nummer 2 auf 6 spielen, ist es für den kein Problem rauszudrehen. Und dann ist eben die andere Seite, weil wir sehr ballorientiert schieben, offen. Deswegen Zehner von uns decken von unten den gegnerischen Sechser, Stürmer schiebt beim Pass nach außen in die Position. Somit, wenn der Pass ins Zentrum reinkommt und der Sechser sich nach oben drehen will, kommt schon unser Stürmer. Will er sich nach vorn drehen, ist der Sechser mit dabei und erschwert natürlich das Verhalten, dass der Sechser da an den Tag legen möchte. Sollte der Zweier oder der Ball nicht auf Position 2 des Gegners erobert werden, sondern auf Position oder der Zweier dann auf Position 8 den Ball weiterspielt, ähnliches Schema, 3 kommt dazu, 7 doppelt mit dazu. Jetzt entsteht noch ein zweiter Gefahrenherd, das heißt 8 könnte ja theoretisch direkt auf den Stürmer spielen. Deswegen ist es, sobald der Pass vom Zweier auf den Achter gespielt wird, muss der Ball nahe Sechser nach hinten abkappen und versuchen natürlich zum Doppeln oder dann eben in der Situation ist dann sogar Trippeln rauszukommen.
Sollte er den Pass dann direkt reinspielen, stehen wir in dieser Situation schon richtig gut und können eben die Balleroberung provozieren mit anschließender Kontermöglichkeit, vielleicht auf 9 oder ballentfernter Sechser. Der kann dann auf die 6 drauf trippeln, wie auch immer, ist aber ein anderes Thema, ein anderer Schwerpunkt. Aber so viel nochmal zum Abwehrpressing.